Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bastelzeit TV. Ich freue mich, dass heute Christine angereist ist. Herzlich willkommen. Hallo Enke, grüß dich. Du hattest den ganzen Kofferraum voller schöner Tiere, jetzt stehen sie hier. Magst du mir sagen, was wir heute mit diesen Tieren machen? Ja, wir werden heute diese Decoupage-Technik anwenden, wo dieser Elefant, diese Giraffe und dieser Rahmen hier mit bearbeitet worden sind. Ja. Geht in mehreren Arbeitsschritten, das Ganze zeige ich dir jetzt gleich. Wunderbar, das heißt, wir machen diese Giraffe heute glücklich. Genau, so ist es. Wunderbar. Ja, fangen wir einfach mal an. Okay. Wie beginnst du jetzt, Christine? Ich fange jetzt heute mit diesem Sockel an. Mhm. Dafür nehme ich dieses schwarze Origami-Papier und schneide es erstmal in unterschiedlich große Stücke. Okay. Mhm. Das heißt, du musst die jetzt nicht irgendwie weiß grundieren, die Giraffe? Nein, das ist dafür nicht nötig. Okay, das ist also so ein volldeckendes Papier. Ja. Und das schneidest du jetzt klein, um eben auch um diese Kurven und so zu kommen, um da beweglich zu sein. Genau, ja. Ja. Prima. Mhm. So. Also muss er keine gewissen Maße haben, kann man einfach so, wie man möchte, einfach. Bei der Arbeit ergibt sich da schon, welches Stück man schneiden. Ja. So. Nun fangen wir richtig an. Mhm. Hier habe ich das Decoupage-Medium. Mhm. Das ist das Haftmittel. Das ist Haftmittel, genau. Wichtig hierbei ist, dass man diese Giraffe einstreicht und aber auch das Papier, damit es einfach besser haftet. Okay. Mhm. Das zeige ich hier gerade mal. Mhm. Der ruhig hier hin. So, genau. Haben wir mehr Platz. Ja, ich glaube, das ist besser. Und das Papier muss auch von der Rückseite. Ja, also du streichst immer auch bei der Giraffe nur so viel ein, wie du jetzt gerade bearbeitest. Mhm. Ja, weil es trocknet relativ schnell, je nachdem, welche Temperatur wir haben. Ja, streichst du nochmal drüber. Einfach mit dem Pinsel einfach nochmal drüber fahren, dann haftet es besser. Mhm. Und so arbeitest du. Und so arbeiten wir Schritt für Schritt weiter. Ja. Die Stückchen können auch gerne ein bisschen überlappend sein, dann wirkt das Ganze ein bisschen lebendiger. Ja. Das sieht ja wirklich einfach aus. Ja, es ist ganz kinderleichte Arbeit. Und so arbeitet man sich einfach Schritt für Schritt nach vorne. Mhm. Wunderbar. Das ist wirklich schnell trocken, ne? Ich glaube, der erste wird schon angezogen. Ja. Perfekt. Ja, prima. Dann bin ich nachher auf diese bunte Geschichte gespannt, wie du das machst. Ja. Ist eigentlich genau die gleiche Technik auch. Aha. Mit einem anderen Papier. Ja. Aber die Papiersorte ist genau die gleiche. Mhm, ist auch genauso. So. Die ist nämlich doch recht fest. Ich bin überrascht. Mhm. Okay. Hat nichts, ne? Das gehört dazu. Ich sehe auch an der Fertigung, das wird irgendwie noch mal lackiert zum Schluss, weil ganz es so schön glänzt. Ja. Ganz am Schluss. Dann kommen die Farben von diesem bunten Papier noch viel besser zur Geltung. Richtig, ja, ja. Dann ist auch das Schwarz noch brillanter. Wunderbar. Also das fühlt sich bis jetzt ganz übersichtlich an. Ja, ist es auch. Also wirklich kein Hexenwerk. Nee, wirklich nicht. Wirklich schön. Ganz einfach umzusetzen. Wenn man sowas fertig sieht, denkt man immer, ach, bestimmt viel Arbeit gewesen. Aber man braucht nur die richtigen Materialien. Sehr schön. Mensch, Christine, da hast du ja schon richtig viel geschafft. Das sieht richtig toll aus. Ja. Wunderbares, exotisches Muster. Ist auch schön zu sehen, wenn man dann halt wirklich dann Stück für Stück wieder ein bisschen was Buntes hat und dieses Braune dann nach und nach bedeckt wird. Man kann gar nicht viel verkehrt machen. Sag mal, woher bekommt man diese schönen Papiere? Die finde ich ganz faszinierend. Dieses Origami-Papier ist von der Firma EFCO und gibt es im Fachhandel für Hobby- und Künstlerbedarf. Wunderbar. Und Bastelgeschäften. Und ich nehme an, ganz, ganz viele Muster gibt es da. Oh, unglaublich viele. Unglaublich viele. Ja. Das finde ich nur eine ganz witzige Kombination. Und das Wichtige ist eben auch, dass man sich da nicht an ein Muster halten muss, sondern dass es immer wieder so, wenn man variiert, noch interessanter wird. Ne? Das ist eben die Kreativität, gefragt ist. Ja. Man kann natürlich auch nur eine Sorte nehmen, aber ich finde, den eigentlichen Charakter kommt wirklich daher, dass man wirklich diese verschiedenen Papiersorten hat. Mhm. Bei diesen schlanken Beinen nehme ich jetzt wieder ein bisschen kleinere Stückchen. Ja, damit du um die Ecken kommst. Aber man sieht schon, diese Überlappungen sind gar nicht schlimm eigentlich. Ne? Nein, eigentlich macht das Ganze richtig interessant, muss man sagen. So, hier bei dem Bein muss man immer ein bisschen aufpassen. Das heißt, auch mal hier zwischen drehen, dass das richtig gut haftet. Braucht man ein bisschen Fingerfertigkeit. Ja, aber man kann auch nochmal so nachträglich nochmal ganz schnell mit dem Pinsel drüber, nicht? Wenn irgendwo eine kleine Ecke rausschaut. Mit dem Pinsel oder auch mit dem Finger. Ja. Man könnte auch einen schmaleren Pinsel nehmen. Okay. Mhm. Aber mit dieser Breite hier ist das vollkommen ausreichend. Das reicht. Mhm. So. Das ist wirklich schön. Mhm.
auch diesen Übergang hier von diesem Sockel zum Bein. Kann man einfach mit dem Schwarzen ein bisschen höher gegangen und jetzt gehst du nochmal mit dem bunten Papier. Kann man einfach nochmal drüber gehen, dass es einen sauberen Abschluss eigentlich auch gibt. Genau. Es kommt immer drauf an, je nachdem, wie hoch man auch diese Füße letzten Endes haben möchte. Ja. Aber man sieht eben auch, dass es wirklich brillante Papiere sind. Da guckt nichts Braunes durch. Das ist wirklich deckend und schön. Prima. Also hierfür wirklich wunderbar geeignet. Mhm. Und auch total leicht zu verarbeiten. Wunderbar, dann machen wir mal weiter. Dann machen wir mal weiter. Ja, genau. Okay. Jetzt hast du es bald geschafft hier. Jetzt sind wir so gut fertig. Genau. Hier ist noch eine Stelle. Okay. Also nochmal einstreichen. Es ging schneller als gedacht, muss ich wirklich sagen. Ja, muss man schon sagen. Stimmt. Mhm. So, okay, nun ist diese ganze Giraffe vollständig mit diesem Origami-Papier beklebt. Mhm. Jetzt kommen noch so ein paar Feinheiten, mit die Augen und der Schwanz. Das zeige ich jetzt auch, wie das gemacht wird. Die muss mit den Wimpern klimpern. Genau. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie du das machst. So, dazu nehmen wir nochmal hier dieses schwarze Origami-Papier. Ja. Ich streiche jetzt, also nimm jetzt die komplette Seite. Okay. Streiche es einmal ein. Genau. Es muss halt doppelt sein. Klar. So. Mhm. Dann schneide ich das hier ab. Sag einmal, gibt es eigentlich noch mehr solcher Rohlinge? Gibt es viele Tiere, die man sich da aussuchen kann? Es gibt unglaublich viele Tiere. Unglaublich viele? Ja, unglaublich viele, ja. Und Formen? Formen, man kann jede Menge Tiere, Vasen, auch zweidimensionale Sachen. Man kann, es gibt Bücher, wo man bekleben kann. Also es perfekt. Ist wahnsinnig. Ja. Ich sehe auch diesen Rahmen, nicht? Ja. Ist auch eine schöne Idee, kann man einen Spiegel reinsetzen oder ein schönes Bild. Wunderbar. Das ist wirklich enorm. Unbegrenzte Möglichkeiten. Ja. So, der Schwanz, das muss ich gerade nochmal schauen, dass er nicht zu lange wird. Mhm. Wir schneiden hier in etwa halt diese Form aus. Ja. Aber ist natürlich nochmal was Besonderes. Ja, macht das Ganze nochmal ein bisschen bändig. Und hier mit der Schere werden dann einfach nur hier ganz dünne Streifen angeschnitten. Ja, fransig. Sehr fransig, dass er schön wedeln kann, die Giraffe. Dann schauen wir doch mal. So, dann knicke ich das Ganze hier nochmal um. Mhm. So, bringt es ein bisschen in Form. Genau, jetzt musst du die richtige Position finden. So, okay. Ja, noch weiter unten. Ja, gut, da fängt jetzt hier an. Machen wir hier mal hin. Okay. Das heißt, gleiches Spiel wieder einmal. Okay, es klebt auch solche doppelten Schichten, gar kein Problem. Ja, es ist halt trotzdem noch relativ leicht, das Papier. Also es ist kein Karton. Mhm. Aber man spürt schon die Festigkeit, die auch... stabil ist auf jeden Fall, ja. So, und klebt es dann hier dran. Sieht zauberhaft aus. So. Wunderbar. Soll ich sie jetzt mal drehen, dass du dich um die Augen kümmern kannst? Dann halte ich mal das hier fest. Genau, das wäre super. Das ist genau Arbeitsteilung. Ich drehe dir mal die Augen zu. Und ich halte hier hinten fest. So. Das finde ich eine ganz süße Idee hier mit diesen Wimpern. Zauberhaft. Die bringe ich mal ein bisschen in Bewegung hier. Das kann dann später mit diesem Lack, wo ich noch bestreiche, auch ein bisschen diese lebendige Form dann Genau. Nehmen. Genau, ist ja ein bisschen ein leichter Wüstenwind unterwegs hier. So, ich halte es fest. Das gleiche Prinzip, ne? Etwa diese Form streichen, aufzeichnen, eventuell auch, wenn man diese Hilfestellung braucht. Mhm. Ich mache es einfach mal so. Mhm. Genau, da hast du so Ovale ausgeschnitten und jetzt werden die Wimpern eingeschnitten und dann biegst du das gleich so um. Genau, ja. So, gerade hier nochmal, einmal umklappen. Genau. So. Ich klebe auch mal. Magst du den nochmal einstreichen hier? Ist das andere gegangen? Ja. Ja, gar kein Thema. Ich halte sie aufeinander. Gut. So, die Augen. Das muss ich mal hier weiter hoch. Ich lege es jetzt einfach mal um, dass ich hier dran komme. Mhm. So, einfach nur leicht andrücken dann wieder. Ja.
wenn die Wimpern jetzt zu lang sein sollten, kann man sie dann auch danach abschneiden, dann auch mit der Schere. So, jetzt müssen wir ein klein bisschen warten. Beneidenswerte Wimpern. Ja. Sehr schön. Okay. Sollen wir schon drehen, dass ich dir das ich eine Auge festhalte ein bisschen? Mal kurz warten. Wobei. So, ja, doch, jetzt muss es gehen. Okay. Okay, so. Hier einmal nochmal mit Decoupage drauf. Ja. Und das fixieren. So. Super schön. Jetzt sieht sie was, die Giraffe. Das ist doch zauberhaft. So. Das war jetzt das Kleben. Das war das Kleben. Stellt man sie wieder hin. Ja. Im Prinzip ist sie fertig mit den Materialien, mit diesem Papier, mit diesem Origami-Papier. Nun geht es noch darum, diese Giraffe, die glänzt ja richtig schön, wenn wir als Modellbeispiel haben. Ja. Und jetzt wird das Ganze mal mit einem speziellen Lack eingestrichen, damit diese Farben nochmal kräftiger sind, noch brillanter leuchten. Mhm. Genau. Auch das Schwarz insbesondere. Genau, und dazu habe ich jetzt dieses 3D-Lack, habe ich dir mitgebracht. Das machen wir jetzt einfach mal drauf. Okay. Damit kann man auch nochmal die letzten Unebenheiten ausgleichen. Kann man auch ausgleichen, genau. Und einfach nur hier drüber streichen. Und hier sieht man schon allein durch das Auftragen. Oh ja. Oh ja, das ist eine ganz tolle Wirkung. Ja, absolut. Die Farben sind aber ohnehin lichtecht. Da kann auch die nichts passieren. Ne? Ja. Sie können wirklich längere Zeit bei direkter Sonneneinstrahlung stehen. Das ist schön. Die Lasten nicht so schlecht aus. Also richtig gute Qualität. Deshalb auch immer drauf achten. Ja, das finde ich. Denn es ist ja doch ein bisschen Arbeit, die man sich da macht. Und natürlich stellt man auch so eine Giraffe in die Sonne. Ja, genau. Dass man sie auch sieht. Ja, dass man sie sieht und da fühlt sie sich auch besonders wohl. So, diesen Schwanz kann man auch nochmal ein bisschen einstreichen. Damit ist es dann auch ein bisschen stabiler, ne? Dass man, genau, man kann es halt nochmal, wie man möchte, hier in Form bringen. Also ein bisschen ondulieren kann man noch. Kann man, wie man möchte. Jetzt ist es hier ein bisschen fluffiger hier als unser Modellbeispiel. Aber es darf ja auch ein bisschen anders aussehen. Ja, sehr dann bleibt es auch so stehen. Dann. Wunderbar. Und so arbeitest du dich jetzt von Bein zu Bein. Wie lange braucht die jetzt, um ganz durchzutrocknen? Also auf jeden Fall eine halbe Stunde, dass es wirklich ganz durchgetrocknet ist. Das heißt, dieses Decoupage-Medium, was wir vorher gemacht haben, sollte auch Minimum eine halbe Stunde trocknen, bis man dann auch mit diesem Lack dann auch weitermacht. Super, prima. Auch von diesem Lack sollte man immer nur portionsweise was drauf machen. Weil er sehr schnell trocknet. Genau, so hat man einfach länger davon. Man kann es auch besser verarbeiten, wenn es antrocknet. Wird es mühsam, ne? Genau, ja. Sehr schön. So. Die ist wirklich süß geworden. Sehr, sehr hübsch. Ein schönes Stück. Soll ich es nochmal dir entgegendrehen, genau, die Seite? Genau, schauen wir nochmal hier. Fehlt noch ein bisschen was. Einfach. Da haben wir sie, unsere Giraffe. Da haben wir sie. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns diese schöne Giraffe hier vorgestellt hast, wie man aus einem ganz einfachen braunen Rohling so ein brillantes Meisterwerk schafft. Ja. Hab ganz herzlichen Dank, dass du bei uns heute im Studio warst. Ja, gern geschehen. Ich freue mich, wenn Sie bald wieder dabei sind bei Bastelzeit TV und wir sagen für heute einmal um die Giraffe herum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.